Naja, aber jetzt können wir ja hoffentlich den Sucher abwimmeln, dass der abhaut. Und er hat sich umgedreht. Hat er Spot gehört? In den Popo! Oder in den Fuß? Oder gar nicht. Doch, in den Fuß. Vor allem, wieso guckt er sich das an, wenn er sowieso nicht sehen kann? Naja. Spotty. Irgendwie muss das ja animiert werden. So süß, die zwei. Und einmal gucken, wenn wir können. Ja, Ralf. Hallo Ralf. Woher? Du bist abgestürzt, stimmt's? Pah, das war ein Spaziergang. Du brauchst also keine Hilfe? Richtig. Und du willst da liegen bleiben, für immer und ewig? Yep. Glaub ich dir sofort. Wie geht's dir, Ralfi? Alles im grauen Bereich. Halte durch! So, Spotty, komm mal bitte her. Wir brauchen dich. Einmal ganz dünn machen Meinst du denn, das und... hältst du aus? Natürlich, Spotty ist stark. Der kann Na das. gut. Hat er schon Schlimmeres überstanden? Hallo, da bin ich. Na und? Nicht so freundlich. Komm, Ralfi, ich steck dich ein. Nenn mich nicht Ralfi und ich lass mich nicht rumtragen. Aber wie soll ich dich denn sonst hinaufbekommen? Mir egal. Tragen lasse ich mich auf jeden Fall nicht. Okay, dann roll ich dich. Als könnte er irgendwas machen, wenn wir ihn tragen würden. Oh, voll auf den Kopf von Spot. Der Arme. Aber gut, schauen wir mal, was uns als nächstes erwartet. Ich weiß auf jeden Fall, dass es mit Hey, den Ralph, so Mühlen habe ich war. dich ja noch nie gesehen. Bist du überhaupt Ralph? Halt die Klappe, Ingo! Ja, du bist es. Danke für deine Hilfe. Du hast was gut bei uns. Übertreib es nicht. Wir bedanken uns bei Ingo. Danke, ihr beiden seid so süß. Wir sind nicht süß. Wir sind steinhart. Ihr könnt mir mit dem Steintor helfen. Du weißt, wie das aufgeht, Ralfi? Man muss die Gebetsmühlen richtig drehen. Aber die sind gar nicht in den Halterungen. Du meinst die Steinrollen? Gut, ich bringe sie zurück. Dann sagst du mir, wie ich sie drehen muss und schwuppdiwupp geht das Tor auf. Schauen wir mal. Ich hoffe, ich bin jetzt nicht die Einzige, die bei Steinhart an dieses Lied denken musste von Werner. Wir machen eine Brücke. Oh, du bist so cool, Spotty. Ja, seine ganzen Fähigkeiten sind schon hilfreich. Und wir schnappen uns die Gebetsmühle. Mit ohne Hilfe kriege ich das nicht vom Fleck. Oder auch nicht. Dann einmal wieder zurückgehen und ich glaube, wir müssen. Genau, wir müssen die Jungs um Hilfe bitten. Stimmt, ich glaube, die fangen dann an zu singen oder so. Kurz gucken. Aber ich meine ja. Ihr könnt mir auch nicht helfen. Ihr habt ja nicht mal Arme. Tut mir leid. Hör auf zu jammern, wir haben vielleicht keine Arme. Aber dafür haben wir unser Geheimnis. Ein Geheimnis? Yep. Das nur Steine kennen. Ein mächtiges Geheimnis. Das unglaubliche Macht verleiht. Wow, und was für eins? Ja, Ralph, was meinst du? Na, das magische Steinlied. Ein Lied? Aber das dürfen wir doch nicht singen. Ja, weil es geheim ist. Es darf nur in Ausnahmefällen allerhöchstens einmal in 1000 Jahren gesungen werden. Von mehr als einem Stein. Und er wirkt nur bei Steinen, die jünger sind als die, die das Lied singen.
Wenn wir es singen, kannst du die Steinrollen mit dem linken kleinen Finger heben. Das ist ja toll. Dann singt schnell los. Moment, Moment. Do, re, mi, fa, so. Mi, 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 mi. Do, re, mi, fa, so. Mi, 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 mi. Gut, ich glaube, die Jungs sind fertig. Gehen wir einmal rüber. Oh, du bist so cool, Spotty. Und einmal schnell rüber. Ganz vorsichtig. Gerne. Und die Gebetsmühle. Bitte singen, Jungs. 1, 3, 7. Mi, 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 mi. Do, re, mi, fa, so. Steine. Steine, Steine. Höheres geboren. Bohren, bohren. Haben Sie am Boden liegen. Liegen, liegen. Haben Sie die Macht zu fliegen. Fliegen, fliegen. Und das tun Sie jetzt nicht mehr. Großartig! Das habt ihr wirklich toll gemacht. Ja, das haben sie gut gemacht. Der olle Stachelbirsch piekst wie verrückt. Da müssen wir was machen. Ich glaube, ich weiß auch schon was. Wir wechseln noch einmal kurz zu Spot. Und gehen noch einmal zurück zum Lavasee. Spotty, das ist heiß. Och, das macht dem Spotty nichts. Keine wow, Sorge. Du bist Drachenspot. Wie knuffig er aussieht. Aber Drache, ich glaube, da haben wir unterschiedliche Vorstellungen, Weenie. Wir rollen weiter, 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 weiter und probieren mal unser Glück. Spockfeuerdrachenspot. Wobei, ja doch, er sieht ein bisschen aus wie dieser eine Drache aus Drachenzähmen leicht gemacht. So ein bisschen, der ist ja auch so rund. Ich weiß jetzt gerade noch nicht, wie der heißt. Fällt mir bestimmt später irgendwie noch ein. Und nochmal singen, Jungs. Ihr könnt lossingen. Steine, Steine, Steine brauchen keine Beine. Beine, Beine. Denn einmal im Leben, Leben, Leben können sie auch schweben. Schweben, schweben schon vorbei. Großartig! Das habt ihr wirklich toll gemacht. So, jetzt fehlt nur noch eine. Und Jungs, nochmal singen, bitte. Legt los. Steine. Steine. Ja, doch. Oh, wartet mal, Jungs. Die muss ich erst noch reparieren. Nochmal mit Lava? Ich glaube, ja. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Dann trinken wir nochmal und werden zu Drachenspot. Und wir rollen zurück und probieren unser Glück erneut.
und drauf spucken, bitte. Und jetzt zusammendrücken. Es hält. Perfekt. Aha. Und noch einmal singen, Jungs. Leg los. Steine. Steine, Steine. Ob große oder kleine. Kleine, kleine. Wir werden alles überdauern. Überdauern. Ob in Freiheit oder Mauern. Mauern, Mauern. Bis in alle Ewigkeit. Großartig. Das habt ihr wirklich toll gemacht. Hat eure Band auch einen Namen? Ach, nennen uns einfach die Stones. Juhu, alle Rollen sind auf ihren Plätzen. Und jetzt? Jetzt pass auf. Du musst zuerst die linke einmal rechts rumdrehen. Wo ist links? Wo ist rechts rum? Wo ist links? Wo ist links? Also auf der Seite, wo der Abgrund ist. Das ist aber rechts. Oh je, das erste Mal in meinem Leben wünschte ich, ich hätte Hände. Damit du Rini zeigen kannst, wo rechts und links ist? Nein, damit ich dich erwürgen kann. Wie denn? Ich hab doch gar keinen Hals. Also wie soll ich die Mühlen jetzt drehen? Okay, versuchen wir es anders. Die Beinwesen aus Kalimar haben immer eine Geschichte erzählt, während sie das Tor geöffnet haben. Diese Legende ist sowas wie eine Eselsbrücke für die Reihenfolge, in der die Mühlen gedreht werden sollen. Aha. Jede Rolle steht für etwas. Leben, Tod oder Traum. Soweit verstanden? Ja, Chef. Ich weiß Bescheid. Oh Gott, das wird jetzt was. Zu einer Zeit, als es diese Welt noch nicht gab, da war ein kleiner Junge. Nur einen Gedanken vom Tode entfernt. In seinem unheilvollen Schlaf träumte er von Drachen und Lindwürmern, von Monstern, die sich gegenseitig fraßen. Ich glaube... Je näher er dem Tod kam, desto größer und grausamer wurden diese Tiergestalten. Das größte von ihnen war ein Wurm, der alles andere verschlang. Da endlich wachte der Junge auf. Er lag nicht mehr im Bett, sondern saß auf einem Thron und er sah, dass er erwachsen geworden war. Ist das die Geschichte von Noah? Er trat ans Fenster, um sich sein Königreich anzusehen. Traumhaft schön war es. Voller märchenhafter Seen, Berge und verwunschener Wälder. Von tiefer Ruhe erfüllt, gewahrte er, dass dies der Ort zwischen Leben und Tod war. Und so taufte der König sein Land Silence. Ich glaube, jetzt ist es egal, oder? Ich meine ja. Ja, komm. Hallo. Geht doch. Oh nein, es geht nicht weiter auf. Wieso nicht? Was ist los? Wahrscheinlich verkeilt. Oh. Ah, okay. Oh. Ja, das dürften wir hinkriegen. Ich meine, wir haben doch Spot dabei. Machen wir doch mal ganz platt und... Na komm. Ja, Spotty, prima machst du das. So eine gemeine Zaubertür. Rette Janus und komm schnell wieder zurück. Ich warte hier auf dich. Ich glaube, jetzt kommt das mit dem Drachen.
Ich meine schon, das war das doch mit Janus dann. Ach, wir lassen uns einfach mal überraschen, was jetzt kommt. Aber ich finde es echt schön, dass man jetzt auch eine kleine Weile auch nur Spot spielen kann. Und ja, es ist der Drache. Und ich finde, der sieht mal ziemlich cool aus, abgesehen von diesen ganzen komischen, glibberigen Löchern, die er hat. Was für ein Glück, dass ich den Splitter gefunden habe. Verdammt mich! Diese Prüfung ist wirklich hart. Wir suchen unsere Leute zu... Schon wieder eine Teufelei von der falschen Königin? Vielleicht bist du gar keine Raupe, sondern hast nur ihre Gestalt angenommen. Und gleich frisst sie dich, genau. Ach, darum bist du hier. Dich hat die falsche Königin geschickt. Bei allen Suchern von Silence, du bist der Schlimmste. Genau. Die kleine grüne Raupe. Ist klar, Kumpel. Gambler. Wieder ein Beweis für die Existenz des göttlichen Gestaltwandlers. War das ein Trick? Vielleicht. Ich will glauben, dass du mir helfen kannst. Denn na, pass mal auf. Heißt hoffen. Was hast du vor? Das wirst du jetzt gleich sehen, Kumpel. Faszinierend. Scheinbar gibt es nichts, was dich schreckt. Alle Götter seien mit dir. Danke. Ich muss sagen, ich weiß nicht wieso, aber dafür, dass um Janus so ein großer Wirbel gemacht wurde, trifft man ihn relativ spät im Spiel und er hat nicht so eine große Rolle. Zumindest erinnere ich mich da so dunkel dran. Da kommen wir nicht drüber. Felsbrockenstöpsel. Oh. Wir gehen mal durch das rechte Atemloch, was echt widerlich aussieht mit dem ganzen Glibber. Okay. Vor allem ist er das auch noch. Oh. Und jetzt hoch ins linke Atemloch. Mal sehen, wo wir rauskommen. Okay, er sieht auch richtig krank aus. Mal gucken, wir gehen in das Nasenloch. Und ich glaube... Nein, schade. Nein, nicht das Nasenloch. Da runter das Horn. Drachenmaul, Splitter, Drachenmaul. Und jetzt durch die Nase. Oder? Ja. Wie süß. Nochmal durch das Drachen. Ein Spot-Luftballon. Muss ich gerade echt noch mal kurz überlegen.
Das hatten wir schon ausprobiert. Ich glaube, jetzt können wir immer noch nicht drüber, oder? Ah, doch. Wir gehen mal ins Drachenmaul. Und jetzt müssen wir da aber eigentlich genau. No. Wie nein? Da, das da. Genau, danke sehr. Bing, 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 bing. Super. Und jetzt wieder runter. Wieder ins Drachenmaul mit uns. Wieder ein Spott-Luftballon. Und dann mit dem Feuer das Segel da wegmachen, glaube ich. Hat ein bisschen was von Feuerriegel. Aus Pokémon, falls ihr das noch kennt. Goldene und silberne Edition. So ein bisschen. Okidoki. Linkes Atemloch. Gucken, wo uns das hinbringt. Wir holen den Splitter. Oder auch nicht. Ah, ja, ja, ja. Ja, ja, jetzt erinnere ich mich. Ja, stimmt. Mit dem Schleimding. Nein, das... Ha, okay, so geht's eigentlich auch. So. Hier wieder runter. Hier wieder runter. Geht doch. Einmal wieder rechte Atemloch den Schleim probieren. Lecker. Wie krank er aussieht. Roll, 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 roll. Und den Splitter einmal holen. Und ziehen, ziehen. Super. Dann haben wir das jetzt auch geschafft. Sehr schön.